Guten Morgen zu diesem herrlichen Ausblick an einem neuen Tag hier in Grimmen bei Bergen auf einem Campingplatz an einem See in Norwegen. Nein, Spaß. Hey, wir sind so langsam in Aufbruchsstimmung, wollen noch frühstücken und wollen uns jetzt so langsam diesen Weg runterbahnen nach Stavanger. Als erstes Zwischenziel werden wir wahrscheinlich noch was dazwischen haben. Das wird jetzt so die Strecke sein, wo ich glaube ich am meisten die Drohne fliege. Wenn das Wetter konstant ist, sich so hält wie jetzt, ist es völlig okay. Ich will schlussendlich noch ein Drohnenvideo machen. Das ist eins der Gründe, warum ich jetzt noch so viel Drohnen-Shots sammle, die ich vielleicht auch gar nicht jetzt in diesen Vlogs veröffentliche. Aber wie jetzt unser Weg aussieht, das seht ihr jetzt. Kurzer Zwischenstopp. Wir gehen jetzt auf die Fähre und zwar auf die da. Dann geht es auf die nächste Insel. Keine Ahnung, wie die heißt. Es sind hier so viele Inseln, so viele Namen, das kann ich mir nicht merken. Ich bin jetzt hier auf einer Fährfahrt, ist relativ ruhig, hier ist nicht viel los auf der Fähre. Das Wetter ist eigentlich ganz schön, auch wenn da hinten klart es auch so ein bisschen auf und so. Gefällt mir ganz schön, ich esse jetzt was. Kleines Update. Ich bin jetzt gerade die Drohne geflogen auf dieser Insel. Wir verlassen sie schon wieder. Da vorne kommt, glaube ich, auch unsere Fähre. Man sieht sie gar nicht. Oh, schade. Die Fähren werden hier immer kleiner. Das ist sehr interessant. Aber das sind ja auch so ein bisschen diese Nebenstrecken von diesen Inseln. Wir sind jetzt auf diese Insel hoch von oben rauf, fahren unten wieder raus. Diese Insel ist nur mit der Fähre erreichbar. Na gut, ich genieße jetzt mal wieder diese 7 Kilometer Fernfahrt, wird ungefähr eine halbe Stunde dauern und dann gucken wir mal, wie das danach aussieht. Das ist definitiv eine Nummer kleiner. Ich nehme mal hier eine schöne Pause auf meinem kleinen Stuhl. Warum? Guckt euch mal diesen Anblick an. Das ist einfach mal wahnsinnig herrlich. Perfekte Zeit, um mal wieder die Drohne steigen zu lassen. Wir sind jetzt hier am Campingplatz angelangt. Man sieht es sehr unschwer. Der Sonnenuntergang ist sehr schön. Das Wetter hat mich heute mal wirklich wieder überzeugt. Ich versuche jetzt noch irgendwie einen Weg zu finden zum Wasser, weil hier soll irgendwie in der Nähe, laut Karte zumindest, noch so ein Fjord sein. Mal gucken, ob ich den entdecke. Dann könnte man da morgen nochmal die Drohne steigen lassen. Und wir haben jetzt noch gegessen. Wir haben noch bisschen gegrillt, ganz lecker. Ich habe noch das Video von gestern geschnitten, weil ich ein bisschen im Zeitplan hinterher hing und ich bin schon fast außer Atem. Also sage ich doch nur noch, Skatrip ist immer noch Chefsache. Bis morgen,
Tschüss.